Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Heute zu einem ganz besonderen Video. Ihr habt es eh schon in der Videobeschreibung gelesen. Ich habe heute einen Gast hier, einen Fachmann für Versicherung. Und es geht um das Thema Versicherung von Aquarien. Es war schon immer mal in den Kommentaren drin. Du Fragen, auch wenn ich irgendwelche Experimente baue, irgendwelche seltsamen Untergestelle etc. pp., dann ist das dann versichert. So, und die Fragen stellen wir heute an unseren Experten, Joachim, stelle ich euch gleich noch genauer vor. Und ich mache auch gleich einen Disclaimer am Anfang. Wir wollen euch heute hier keine Versicherung verkaufen, sondern wir wollen euch dafür sensibilisieren, auf was ihr achten solltet, wann euer Aquarium versichert ist oder eben auch nicht und was dann versichert ist und so weiter. Auf was ihr in einem Vertrag gucken müsst und diese ganzen Themen, die wollen wir heute hier ansprechen. Falls dann jemand merkt, dass er Bedarf hat und sich da vom Joachim beraten lassen möchte, dann packe ich euch die E-Mail-Adresse in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und blende es hier unten mal ein. Und da könnt ihr euch dann hinwenden mit dem Betreff Duke. Ja, also Duke sagt richtig Experimente, könnt ihr da reinschreiben, damit ihr weiß, dass das von mir kommt oder von diesem Video kommt und euch dann dementsprechend auch beraten kann. Ja, und dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Hallo Joachim, erstmal schön, dass du gekommen bist, dass du dir Zeit genommen hast. Wir kennen uns ja schon viele Jahre. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst und wie lange schon vielleicht auch. Das wäre vielleicht interessant für unsere Zuschauer, dass sie ein bisschen Vertrauen fassen in die ganze Sache hier. Das mache ich auch gerne, Olga. Ja, du kennst mich jetzt schon fast seit 30 Jahren. Boah. Und so lange bin ich auch schon in der Branche, seit 1990. Erst als Versicherungsvermittler für den einen oder anderen Anbieter am Markt. Und seit einigen Jahren bin ich jetzt als freier Versicherungsmakler im Sinne, im Auftrag meiner Kunden, auch für dich hier in Langensalza und Umgebung unterwegs. Aber die digitalen Möglichkeiten machen es ja rund um die Globus eigentlich theoretisch möglich, aber ich möchte mich nur auf den deutschen Markt erstmal beschränken und deswegen alles, was wir heute sagen, betreffen natürlich deutsche Versicherer auch. Genau, aber du bist ein freier Makler, das heißt, du bist nicht an eine spezielle Versicherung gebunden. Nein, ne? Ich bin ein Makler und ein Makler ist ein Interessenvertreter für seinen Kunden. Genau. Ja. Okay, das ist ja ganz wichtig und machst das immer schon lange und dadurch kann man ja ein bisschen, wir haben auch, ist mal eins der wenigen Videos, wo man tatsächlich ein bisschen ich mich vorbereitet habe, damit man eben auch nichts vergessen und natürlich auch so fachkundig wie möglich auf die Fragen eben eingehen können. Mhm. So, und da frage ich jetzt gleich mal zu Beginn, es ist ja immer so, es gibt ja Deutsch und dann gibt es Versicherungsdeutsch. Ja. Ne? So, mich würde es interessieren und ich habe das auch schon gehört, dass viele sagen, ja, das ist ja in meiner Hausratsversicherung mit drin. Was sagst du, in welchen Tarifen bzw. was für Optionen müssen da drin stehen, damit ein Aquarium versichert ist? Ja, also das ist erstmal ein guter Hinweis. Mhm. Es gibt verschiedene Tarifversionen, so ist es tatsächlich im Versicherungsdeutsch. Das kann man auch nicht einheitlich in so einem Video beantworten. Aber generell ist erstmal die Hausratversicherung ein guter Ansprechpartner. Neben der Hausratversicherung brauchen wir aber auch eine Haftpflichtversicherung. Und eventuell sollte man auch über eine Glasbruchversicherung nachdenken. Das sind eigentlich so die drei typischen Versicherungen, die man braucht. Das Ganze teilt sich dann auch auf in den gewerblichen Bereich oder auch in den privaten Bereich. Wir gehen einfach mal davon aus, die meisten interessierten Zuschauer sind Privatmandanten, haben schlicht und ergreifend eine Hausratversicherung abgeschlossen. Dann sollten Sie als erstes einmal da reinschauen, ob Sie eine Klausel drin sind, wo eben auch Wasserbetten und Aquarien gegen, ich sage jetzt mal, auslaufendes Wasser geschützt sind. Das Ganze kann natürlich auch dann zu einem Schaden am Gebäude führen und so müsste diese Klausel auch in der Wohngebäudeversicherung mit drin sein, wenn das Gebäude unserem Aquaristen selbst gehört. Okay, ansonsten, wenn du zur Miete wohnst? Dann brauche ich auf jeden Fall diese Haftpflichtversicherung, weil wenn mein Aquarium dann den Vermieter mit seinem Eigentum schädigt, dann muss ja die Haftpflichtversicherung für den Schaden aufkommen, weil ich jetzt Dritte, die nicht mit mir in einem Haushalt leben, geschädigt habe. Also deswegen muss man sich durchaus das ein oder andere anschauen und ich rate auch zur Vorsicht, nicht so wie du das vorhin sagtest, in jeder Hausratversicherung ist automatisch ein Aquarium, der Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten mitversichert. Ganz früher hat es Tarife gegeben, da konnte man das gegen Zuschläge versichern. Heutzutage fahren die meisten Versicherer Tarife mit 2 oder 3, ich sage jetzt mal Rennspuren von einem Basispaket, wo
grundsätzlich alles drin ist, was man braucht, damit sich das Ding Hausratversicherung nennen darf, bis zu einem, ich sag jetzt mal, mittleren Preissegment, wo das schon sehr häufig mit drin ist, bis zu einem Premium-Segment, wo eben dann auch die Versicherer alles Mögliche mitversichern. Und heutzutage gibt es auch schon Allrissdeckung. Diese Allrissdeckung haben dann natürlich den Vorteil, dass man gegen alles das versichert ist, was ein Versicherer nicht ausschließt. Da haben wir dann die sogenannte Beweislastumkehr drin. Aber wichtig ist, in ganz alten Tarifen, das sehe ich immer wieder, die 20, 30 Jahre unter Umständen älter sind oder auch ganz ausnahmeweise heute, weil jemand einen ganz speziellen Versicherer hat, den man schon seit sehr, sehr langer Zeit traut, aber ihm schlicht und ergreifend hier sein Bedingungswerk noch nicht angepasst hat, da kann es sein, dass er eine Hausratversicherung hat, aber das Aquarium nicht mit drin versichert ist. Also hier sollte man auf jeden Fall explizit mal im Kleingedruckten, das wäre jetzt meine nächste Frage, was muss im Kleingedruckten stehen, damit das Aquarium versichert? Wie heißt das für einen Versicherer, das Aquarium? Das ist der Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten. Und beim Glasbruchschaden ist es eben der Glasbruch eines Terrariums oder Aquariums. Das heißt dann schon also. Ich hatte mal irgendwann, da hast du gesagt, also auf alle Fälle ist es nicht versichert, wenn da Leitungswasserschäden drin steht. Wenn da nur Leitungswasserschäden drin ist, ist es nicht versichert. Das ist das Kuriose, was ich vorhin sagte. Ja, genau. Wenn wir also ins Versicherungslatein eintauchen, das Leitungswasser ist streng genommen nur die Leitung, die fest mit dem Gebäude verbunden ist und durch die Wasser geleitet wird. Also das ist das Leitungsrohr einer Heizung, des Zulaufes der Wasserleitung oder ähnliches. Mhm. Das verstehen wir unter Wasserleitung. Ein Aquarium ist keine Wasserleitung. Das ist schon ein Aquarium oder eben auch der Heizkörper könnte schon ein Gerät sein. Und das ist streng genommen in den Basisbedingungen nicht mitversichert. Also ihr müsst reingucken, eure Verträge praktisch, ja, wenn da nur Leitungswasser drin steht. Das reicht nicht aus. Dann reicht es nicht aus. Es muss eine Klausel drin vorkommen, die der eben Aquarium und Wasserbetten, also Wasseraustritt aus Aquarien und Wasserbetten, also das Wort Aquarium ist da schon immer mit benannt. Okay. Und wenn es eben ein alter Vertrag ist, dann kann es zwar sein, dass es im Kleingedruckten drin steht, aber man muss dann eben vorne in der Police schauen, ob auch die Klausel, die hinten beschrieben wird, in dem Vertrag tatsächlich mitversichert ist, weil, wie ich das vorhin sagte, manche sind eben einfach aufpreispflichtig drin. Das kommt auf die Tarifgeneration an, die man da abgeschlossen hat. Da kann ich nur raten, dringend den Fachmann zu fragen. Okay. Und jetzt ist die nächste Frage dann, wenn es denn jetzt drin steht, ja, in dieser Hausratsversicherung, ja, ne, was ist dann tatsächlich versichert? Ja, der allgemeine Wasserschaden, der durch den Wasseraustritt, hier das Aquarium, schlicht und ergreifend sofort unmittelbar entsteht. Das heißt, wenn ein Aquarium platzt und der darunter stehende Schrank quillt auf oder an, das Wasser ergießt sich über den Fußboden, Laminat, Parkett quillt auf, andere Möbel werden noch mit in Leidenschaft geschossen, dann ist das eine Sache, die letztendlich das Aquarium oder dieser Wasseraustritt aus Aquarium bezahlen muss. Das gehört einfach mit dazu. Und hier muss man dann schauen, ist es das Gebäude, was geschädigt worden ist, dann brauchen wir die Wohngebäudeversicherung. Ist es eben der Schrank oder ein Möbel, dann ist es schlicht und ergreifend die Hausratversicherung, die dafür aufkommen muss. Und in beiden muss aber das explizit drinstehen. In beiden muss also das explizit drinstehen. Also in der Hausratversicherung und in der, genau, Wohngebäudeversicherung. Oder eben der Haftpflicht. Oder ist Haftpflicht immer dabei? Nein, Haftpflicht ist ein dritter. Also es sind immer wieder diese 3 bis 4 Verträge, je nachdem, was man braucht. Als Eigentümer brauche ich die Wohngebäudeversicherung, die Hausratversicherung, die Glasbruchversicherung. Wenn ich Mieter bin, brauche ich eine Haftpflichtversicherung, eine Glasbruchversicherung und eben auch wieder die Hausratversicherung. Und der Wohngebäudebesitzer, der hat ja sowieso immer eine Haftpflichtversicherung. Das sollte schon zwingend sein, denn alleine da aus den Gefahren, die sich aus dem Wohngebäude ergeben. Ja klar, das ist, hat man ja. Aber es muss eben auch drinstehen, das Aquarium. Also Wohngebäude hat natürlich jeder, ja, aber steht eben auch das Aquarium drin. Ja? Das ist eben die Frage. Das sollten auch die richtigen Haftpflicht, die richtigen Hausrat, die richtigen Wohngebäudepolizen dann sein. Ist klar, ne? Und jetzt haben wir ja gesagt, du hast ja jetzt gerade gesagt, wenn jetzt das Aquarium, ja, ausläuft, dann, ja, ist praktisch meine Wohnung, es steht alles drin, haben wir alles dafür gesorgt, dass das drin steht. Ja. So, dann ist praktisch meine Bude wird saniert, aber, ja, was ist mit dem Aquarium selber und auch dem Inhalt, weil hier zum Beispiel die Fische, die kosten schon auch nicht wenig Geld. Das sind relativ teure Tiere, die ich hier habe. Ne? Ja, ja. So, und die werden ja zum Zeit oder teilweise werden die auch mit der Größe teurer.
Ja. Na, also mir hilft jetzt da auch keine Rechnung, wo ich die irgendwann mal gekauft habe, sondern wenn ich die jetzt verkaufen würde, wäre natürlich erheblich teurer, weil sie eben größer sind. Ne? Und wie sieht es damit aus? Also kann ich denn den Inhalt des Aquariums, die Fische selber, die Tiere oder die Dekoration, da gibt es ja auch Leute, die haben da teure Sachen drin, ne? Ja. Ist das versicherbar? Also hier muss ich natürlich auf den ersten Blick mit einem klaren Nein antworten, muss das aber auch gleich wieder revidieren. Das kommt immer darauf an, wie der Schaden tatsächlich aufgetreten ist. Gehen wir einfach mal davon aus Altersschwäche das Aquarium platzt oder wie auch immer. Ich habe es selbst gebaut, wie du es vorhin gesagt hast, eine Naht war undicht, es läuft schlicht und ergreifend aus. Der Wasserschaden, der Nässeschaden, den habe ich vorhin beschrieben, der wird natürlich ganz klar bezahlt. Die Tiere an sich werden nicht bezahlt. Allerdings in der Hausratversicherung ist es ja so, dass dein Hausrat auch gegen andere Gefahren versichert ist. Denken wir zum Beispiel mal an Diebstahl, an Feuer. Ja, das sind Dinge, die ja passieren können oder an einen Sturmschaden. Ein Dach wird geöffnet und dadurch wird das Gebäude geschädigt. Dadurch können Aquarien und auch deren Inhalt auch geschädigt werden. Und wir haben es im Keller, ne, wenn der überflutet wird. Zum Beispiel diese Elementarschadengeschichte. Und da ist es jetzt so, das Tier, genauso wie die anderen Gegenstände, die ich jetzt beispielsweise in deinem Aquarium sehe, sind ja vor dem Gesetzgeber Sachen. Mhm. Und Sachen werden ersetzt. Ja, das heißt also, in solchen Schadensszenarien wird natürlich auch der Fisch ersetzt. Das heißt, wenn mein Haus brennt, das Aquarium war ab und da konnte ich dann auch nachweisen, dass ich die entsprechenden Tiere im Aquarium hatte, dann wird auch durch diesen Feuerschaden, ganz makaber, wenn es denen zu warm geworden ist, dann auch das Tier ersetzt. Ja. Okay, also denn das, wenn, man kann es so zusammenfassen sagen, jetzt mal für mich jetzt, wie ich es verstanden habe. Ja, also wenn das der Schaden vom Aquarium selber ausgegangen ist, dann sind die Tiere nicht versichert. Genau. Wenn es aber von Außeneinwirkung oder durch Fremdeinwirkung, Diebstahl etc. pp., dann ist es, werden die in dieser Hausratversicherung mit versichert. Wenn das unter den anderen Gefahren passt, dass das, der Schaden durch ein Feuer, durch einen Diebstahl entstanden ist, ja. Ein Leitungswasser können wir ausschließen, einen Sturm-Hagelschaden, das wäre schon ein sehr harter, aber solche Bilder kennen wir aus dem Fernsehen ja auch immer. Wenn, Sturm der Keller überflutet wird. Das ist der Elementarschaden, da brauchen wir wieder die richtige Prüfung der Police, hat der Kunde auch die Elementarschäden mitversichert, dann wäre das dann tatsächlich auch so. Aber hier müssen wir auch einmal gleich so ein bisschen Obacht geben. Du hast es im Disclaimer oder in der Ansprache schon gesagt, mit den selbstgebauten Möbeln. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Spielt es eine Rolle, ob das Aquarium bzw. Unterschrank selber gebaut ist? Also für mich und den Versicherer spielt das erstmal zunächst überhaupt gar keine Rolle. Allerdings muss ein Kunde bei einer Versicherung natürlich auch gewisse Obliegenheiten, das ist wieder dieses Versicherungslatein, erfüllen. Obliegenheiten sind schlicht und ergreifend Pflichten, die jeder einhalten muss. Und wenn jemand auch grob fahrlässig oder gegen die Obliegenheitspflichten verstoßen hat, dann ist ein Versicherer tatsächlich von der Leistung frei. Ich mache mal ein bisschen abstraktes Beispiel. Ich habe ein Schwerlastregal für 500 Kilo im Baumarkt gekauft und setze dort mein Aquarium mit 10.000 Litern drauf. Mhm. Das bricht fröhlich darunter zusammen und dann kann ich natürlich zu dem Hersteller gehen und sagen, du pass mal auf, und dann wird er sagen, du hast ja auch nicht die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen beachtet, wir haben ja nur bis 500 Kilo gesagt. So ist es hier natürlich auch bei einem selbstgebauten Möbel. Hier würde ich immer den Fachmann fragen, ob es die Traglast des Aquariums auch tatsächlich bringen kann. Also würde ich auf eine Sperrholzplatte ein 1000 Liter Aquarium stellen, würde mir als Versicherungsmakler doch recht unwohl werden. Und da würde ich meinem Kunden schon den Hinweis geben, du, da wirst du sicherlich im Schadensfall Schwierigkeiten bekommen. Ja. Also da weht der Wind ja. Das sind allgemeine Pflichten, die der Kunde gegenüber seinem Versicherer hat. Aber es gibt jetzt keine so richtigen Qualitätskriterien oder Vorgaben für Aquarien oder Unterschränke oder... Also grundsätzlich kann man ja ein Möbel kaufen, sicherlich auch im Fachmarkt. Es wird vielleicht ein geprüft Sicherheitsmerkmal haben. Da wird dann auch draufstehen, ist für die Last bis geeignet. Oder ich sehe das auch immer wieder, dass Aquarien verkauft werden mit dem passenden Unterschrank dazu, weil die eine gewisse Form haben. Dann gehe ich natürlich davon aus, dass das auch passt. Und wenn ein solcher Schaden dort eintritt, dann würde ich mich auch an den Hersteller dieser Gerätschaft wenden. Und der Versicherer, denkst du wirklich, wenn jetzt das zum Schadensfall kommt, dass der jetzt so weit geht, zum Beispiel immer so ein Thema in der Community ist Kallax
Unterschränke. Ja, die haben, also es gibt Videos auch von anderen YouTuber, auch von mir, ich hatte auch schon Aquarien da drauf stehen. Ja. Ja. Und er hat tatsächlich auf das Scalox Aquarium 1000 Liter IPC-Container im Regen und schrief. Ja. Und das Ding hat gehalten. Ja. Aber die offizielle Angabe des Herstellers ist irgendwas bei Bahn 30 Kilo. Ja. Last. Genau. Ne? So, und wenn jetzt im Ernstfall so ein Schaden passieren würde mit so einem Unterschrank, was denkst du, ist das versichert oder nicht? Also da denke ich ganz klar, wird sich der Versicherer ja rausreden, wenn er genau auf diese Beschreibung hinauskommt, dass er da nämlich einen Unterschrank drunter gestanden hat, der diese Nutz- und Tragfläche gar nicht hat. Offiziell. Das Experiment war ja eindeutig, hat ja funktioniert. Ja. Aber eben in den Papers irgendwo musste das, hat mir mal einer reinschrieben, Kommentare dann auch, da wo ich das auch gemacht hatte, das wäre ja nur ein paar 30 Kilo oder so waren das, was offizielle Traglast ist von diesem Regal. Ja. Und das ist die Krux, wenn es tatsächlich da Zertifikate gibt oder Gewichtsangaben, die das maximal aushält, dann sollte man die auch nicht überschreiten oder eben das entsprechend verstärken oder ähnliches. Daher mein Rat, sich an den Fachmann zu wenden, der dann auch so ein bisschen von diesen Traglasten Ahnung hat. Ich habe selber, das hat jetzt mit einem Aquarium vielleicht mal gar nichts zu tun, aber einen Boden für meine Tochter, für ein Hochbett einbauen lassen und da kam ja der Tischler auch gleich und hat gesagt, du pass mal auf, das können wir auf 5x5 Dachlatte nicht bauen, da müssen wir schon einen größeren Balken drunter setzen. Auch wenn dann meine Tochter noch hätte heftig zunehmen können, das hat einfach so du musst gewissen Bestimmungen einfach genügen und dann sehe ich da auch überhaupt kein Problem. Das sehe ich auch immer wieder, gerade im gewerblichen Bereich. Da werden ja solche Aquarien auch gerne mal als Trennwände gebaut oder ähnliches. Ja, ja, da muss man auf Selbstbauen reingehen. Da werden Hohlblocksteine drunter gesetzt oder ähnliches, was gemauert, gezimmert. Bitte da sich schon immer ein bisschen eine fachkundige Meinung anholen und nicht einfach selber mit einer Sperrholzplatte loslegen. Das kann dann doch nach hinten losgehen. Okay. Was sollte man, oder fällt dir noch was ein, nachdem wir die Sachen jetzt so schon, was man bei Verträgen bezüglich Aquarien natürlich noch beachten sollte? Naja, also grundsätzlich sollten diese Klauseln mit drinstehen, Aquarium und Terrarien. Es sollte immer geprüft werden, ob diese 3 bis 4 Versicherungen, Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude und Glasbruchversicherung notwendig sind, sinnvoll machen. Gerade bei der Glasbruchversicherung zum Beispiel sollte man auch darauf achten, nicht jeder Stipp, der in so einer Scheibe eingeschlossen sein kann oder mal ein Kratzer, der draufgekommen ist, ist dann da mitversichert. Das Ding heißt tatsächlich Glasbruchversicherung, also es muss gebrochen sein. Das ist dann eben einfach so, dass dann das mitversichert ist. Und natürlich müssen auch andere Obliegenheiten, die ein Versicherungsnehmer generell gegen seinen Hausratversicherer oder Gebäudeversicherer eingeführt hat, dann erfüllt sein. Das heißt, Leerstände müssen angezeigt werden, aber auch das Wasser an sich muss auch frostfrei gehalten werden. Ich würde da immer dann, wenn so ein Haus dann doch mal leer steht und ist aber noch in Aquarium drin verblieben, weil man nicht genau weiß, man kann es jetzt umziehen, mit rüberziehen. Man sollte immer schon darauf achten, dass dann daraus keine Schäden passieren, dass auch Leitungen und auch Aquarien ständig, ich sag jetzt mal, einer Prüfung unterzogen werden, einer Sichtprüfung, ob sie auch wirklich tatsächlich dicht sind. Und wenn man dann schon merkt, hier quillt schon Wasser aus, da ist schon ein Kalkfleck oder irgendetwas, dann sollte man natürlich auch sofort Abhilfe schaffen. Aber man sollte es nicht so dran kommen lassen, deutsch gesagt. Nein. Das ist eine schlechte Idee. Alleine schon, auch wie du schon sagtest, wegen den Tieren, das würde ich ja auch den Tieren. Ja, eben, das macht, denke ich, macht da jeder. Ne? Aber eine Frage habe ich dann noch. Mhm. Hattest du schon mal so einen Fall in deiner Laufbahn, dass wo ein Aquarium geplatzt war? Wenn man natürlich keinen Namen, so ist klar. Aber wie war das dann ausgegangen für denjenigen? Also ein Aquarium geplatzt ist das letztendlich, so einen Fall hatte ich noch nicht. Aber wir haben dann tatsächlich schon dieses Auslaufen von Aquarien, wo jemand mal selber was gebastelt hat. Das wurde dann einfach übernommen, weil schlicht und ergreifend in solchen Fällen häufig auch die Schadenssummen recht gering waren. Da hat es den Unterschrank betroffen, der ist auseinandergequollen und bevor ein Versicherer, ich sage jetzt mal, einen Sachverständigen rausschickt oder den berühmten Versicherungsdetektiv auf dem Fernsehen, da muss dann schon viel passieren. Das sind Sachen, die werden einfach reguliert. Wenn so ein schönes Aquarium hier natürlich im auf dem Fußboden landet, hier, dann das wird schon ein größerer Schaden sein, da kommt ein Sachverständiger und da ist dann eben wirklich wichtig, dass ein Mandant
in dem Fall weiß, dass er alle Obliegenheiten richtig erfüllt hat, dass er richtig versichert war, in den Policen die Wohnflächen gestimmt haben, die Versicherungssummen gestimmt haben. Und dann geht das auch reibungslos. Das sehe ich überhaupt nicht als schwierig an. Okay. Ja, also deswegen sind wir am Ende, oder willst du noch was sagen? Nein. Also es würde mich freuen, weitere Fragen gerne zu beantworten. Wie gesagt, wir haben das jetzt aus dem häufigsten Blickwinkel der privaten Person gesehen. Auch da nochmal, selbst wenn ich eine Mietswohnung bewohne, auch mein Vermieter muss ich schützen, eben in der Haftpflichtversicherung, mein Untermieter vielleicht oder ähnliches. Das ist alles da schon da gewesen. Das machen Versicherer auch recht gut. Aber fragen Sie mich gerne, wenn speziell da Dinge auf mich zukommen. Ich freue mich einfach drauf und dann kann man das näher beleuchten, wie es im Einzelfall aussieht. Genau, das ist natürlich immer wichtig. Ja, was schon da ist, was noch nicht da ist, ist ja immer ein bisschen anders. Genau. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen für euch, dass ihr dann nicht böse Erwachen kriegt, falls mal der Schaden eintritt. Ist ja schon so ein bisschen der Albtraum, wenn ihr seht, nach Jahren, sonst kommst du irgendwo hin und das war das Becken leer. Ne? Ja. Ja, schreibt mal eure Erfahrungen, eure Ideen oder in die Kommentare rein. Ihr könnt auch gerne schreiben, ob ihr mal wollt, ob wir vielleicht mal einen Livestream machen sollen mit Niari, wo ihr praktisch direkt fragen könnt. So, ob ich das interessieren würde, schreibt das auch in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr von den anderen Projekten nichts verpassen wollt, dann Abo nicht vergessen und die Glocke anklicken, damit ihr eben keine zukünftigen Videos mehr von mir verpasst. Ja, das war's dann schon für heute. Bis demnächst bei Duxach Risti Experimente. Gut.